Motorola hat auf der IFA ein richtig schönes neues Smartphone vorgestellt. Das ist dieses hier, das heißt Z2 Force. Und was es kann, zeigen wir euch in diesem Video. Kommen wir erstmal zu den normalen Specs von dem Smartphone, bevor wir zu den Besonderheiten kommen. Also wir haben hier ein 5,5 Zoll Display, das löst mit 1440p auf, ist also wirklich hochauflösend und sieht auch wirklich fantastisch aus, kann man nicht anders sagen. 5,5 Zoll sind auch eine amtliche Größe. Hier unten gibt es den Fingerabdrucksensor, die Android-Tasten sind wie gehabt virtuell gelöst. Dann gibt es hier oben die Selfie-Kamera, die hat 5 Megapixel. Einen Blitz habe ich auch noch und natürlich den Lautsprecher, weil man damit sogar telefonieren kann. Hier auf der Seite passiert nichts, da ist einfach nur ein schwarzer Rand. Hier oben ist der SIM-Karten-Slot zu sehen und auf der anderen Seite Standby-Button, leiser und lauter. Unten wird es dann nochmal interessant, da habe ich einen USB-C-Stecker. Dort kann ich also aufladen, Daten anschließen, wie auch immer. Und hier auf der Rückseite vielleicht das interessanteste Feature, was ohne Zusätze dazu kommt, das ist hier diese Dual-Kamera mit Blitz. Die bietet mir alles Mögliche, wie einen individuellen Fokus auf Gegenstände oder natürlich schärfere Bilder, dadurch, dass sie 12 Megapixel bietet. Und Tiefenunschärfe und all das, was man in den letzten Monaten als Smartphone-Trends schon ordentlich gemerkt hat, da zieht Motorola mit dem Z2 Force jetzt also mit. Hier unten diese Dinger, wer sich wundert, was das sein könnte, wer Motorola verfolgt hat, weiß es, ansonsten erkläre ich es nochmal, das ist der Moto Mods-Anschluss. Da kann ich also quasi mehr aus meinem Smartphone machen, als es eigentlich ist. Ich meine, so alleine schon ist es ein sehr leichtes Gerät und ein sehr schönes Gerät. Eine Besonderheit davon, die ich noch vergessen hatte, ihr seht hier das Display, das ist kein normales Glas. Das nennt Motorola Shatter Shield und das soll dafür sorgen, dass dieses Smartphone, egal was passiert und egal wie oft ich das jetzt hier, und das ist ein Testgerät, fallen lasse, dass da auf gar keinen Fall irgendwas reißt. Maximal eine Delle, hat mir Motorola gesagt, aber es ist nicht möglich, dass man hier die Spider-App installiert, wie man so schön sagt, sprich irgendwann vor lauter Rissen im Display nichts mehr lesen kann. So. Snapdragon 835 ist auch drin, das heißt State-of-the-Art Hardware, kostet aber auch 799 Euro. Das wäre dann nur dieses Gerät. Es gibt aber auch noch zwei Mods, die neu vorgestellt worden sind für dieses Smartphone. Einmal fangen wir mit dem selbsterklärenden Mod an. Das ist hier dieses Gamepad. Ich drehe das mal rum, damit ich es auch richtig rumhalte. Das gibt es also zusätzlich zu kaufen für dieses Smartphone. Das ist ein recht schickes, sehr griffiges Gamepad. Was mache ich damit? Wie gesagt, das erklärt sich von selbst. Ich klemme das Smartphone da rein. Das Z2 Force erkennt das Ding. Und theoretisch könnte ich jetzt hingehen, wenn ich ein Smartphone-Spieler wäre, dass ich dann zum Beispiel Real Racing damit spiele. Gucken mal, ob es direkt out of the box funktioniert oder ob ich es irgendwie noch einrichten müsste. Ja, ja, komm. Und es funktioniert sofort, wie man sieht. Na komm. Dann wollen wir mal. Also man sieht anhand der Hardware, die da drin ist, wie gesagt, Snapdragon 835. So Real Racing 3 sieht richtig flüssig aus, da verzieht nichts, da leckt nichts. Das sieht wirklich ganz gut aus. Ich bekomme also hier ein wirklich hochwertiges Smartphone mit top aktueller Hardware. Und wenn ich dieses Gamepad dazu nehme, ich meine, das ist ein 5,5 Zoll Display, dann hat man eine mobile Konsole durchaus mit recht wenig Aufwand und geht in Konkurrenz zur Switch oder von mir aus zur PS Vita, falls die noch jemand hat. Ganz interessantes Feature. Bin aber nicht zum Spielen gekommen, sondern nur, um euch die Neuheiten der Messe zu zeigen. Ich nehme das jetzt hier mal raus, wenn ich rausfinde, wie. Okay, einfach ziehen. So, und dann gibt es noch eine Neuheit. Das ist dieses Gerät hier. Es kostet ungefähr 270 Euro und es ist eine, wer hätte das gedacht, 360-Grad-Kamera. Die klemme ich auch einfach hinten auf meinen Motorola drauf. Und schon habe ich die Möglichkeit, 360-Grad-Aufnahmen anzufertigen. Er hat es gemerkt, dass ich es angeschlossen habe. Gucken wir doch jetzt einfach mal. Und die Kamera-App gibt mir sofort den Hinweis, dass ich hier eine 360-Grad-Kamera verbaut habe. Wenn ich jetzt hier mal so rumgucke, dann seht ihr den kompletten Raum.
oder könntet auch Selfies machen. Da wechselt man die Kamera. Genau, hier seht ihr beide Perspektiven. Ich kann also auch unseren Kameramann mal ins Bild holen. Und so macht man aus seinem Smartphone mit ganz, ganz wenig Aufwand eine 360-Grad-Kamera. Das war's zum Motorola Z2 Force. Wie gesagt, Shatter Shield, top aktuelle Hardware, Moto Mods Anschluss mit neuen Modifikationen. Es gibt auch noch das neue X4. Das ist etwas günstiger, bietet etwas weniger. Insgesamt also ein sehr, sehr starkes Smartphone-Liner von Motorola auf der IFA. Und dieses Display hätte ich gerne auch zukünftig einfach in allen Smartphones.